Du bist shiny, du bist shiny, du bist shiny, holy sh... Habt ihr keinen Bock mehr, ständig 3 Stunden lang Raids zu grinden, um 2 Geheimgewürze zu bekommen? Ich auch nicht. Deswegen habe ich hier eine Methode für euch, wie ihr shiny handeln könnt, ohne Geheimgewürze. Leah's mind. Ich rede hier nicht von Massenausbrüchen. Wenn ihr Bock auf Massenausbrüche habt, dann macht die. Ihr braucht dafür nicht unbedingt Geheimgewürze. Ich rede davon, ihr habt ein einziges Pokémon im Blick, das ihr in Shiny haben wollt und könnt das gezielt Shiny hunten. Ich bin kein Fan von den Massenausbrüchen, aber dazu komme ich noch. Erstmal, was braucht ihr? Ihr braucht natürlich den Schillerpin. Jeder, der auch nur ansatzweise ernsthaft Shiny hunten will, braucht den Schillerpin, also vervollständigt euren Pokédex. Dann braucht ihr einige Zutaten für Sandwiches. Am besten holt ihr euch alle Zutaten, die es gibt, ein paar Mal, so 10 Mal alle Zutaten, die es gibt. Alle Zutaten, die es gibt, findet ihr in 4 verschiedenen Läden. Einmal in den 3 hier in der Akademie und da, wo die Elektro-Arena-Leiterin ist, hier gibt's auch einen Laden, der ein paar extra Sachen verkauft. Ja, und dann braucht ihr eine Liste für die Rezepte, die ihr machen wollt. Und diese Liste habe ich gemacht, hier. Die findet ihr auch unten in der Beschreibung in Hi-Res. Auf der Liste, die ich gemacht habe, seht ihr für jeden Typ Sandwiches. Entweder ihr macht einfach die Nummer oder wenn ihr die Nummer noch nicht freigeschalten habt, dann könnt ihr auch eine Alternative selber bauen. Die Alternativen sind schwerer zu bauen, also holt euch lieber alle Rezepte. Die meisten Rezepte bekommt ihr, wenn ihr einfach das Spiel durchgespielt habt und dann zu dem Mann im Sandwichladen geht. Eure Mama gibt euch auch noch ein paar Rezepte und dann solltet ihr alle wichtigen haben, die hier vorkommen. Jetzt ist euch vielleicht aufgefallen, da steht Begegnungskraft Level 2. Komplett richtig, wir boosten keine Schillerkraft mehr oder Begegnungskraft Level 3. Level 2 reicht ohne Schillerkraft. Dann suchen wir uns ein Pokémon raus, das wir Shiny hunten wollen. Ich gehe da mal auf Serebii und gehe die Liste durch. Und ich habe, glaube ich, Bock, Velusa, beziehungsweise auf Deutsch ist das Agilusa zu Shiny hunten. Sieht man sehr gut und es ist ein Wasser-Pokémon. Aber das Problem ist, im Wasser tauchen natürlich viele andere Wasser-Pokémon auch auf. Deswegen werde ich wahrscheinlich das Rezept machen für Psycho, denn dann sollte nur dieser Fisch hier erscheinen. Dann gehe ich mal in den Ort, wo ich weiß, dass eben Agilusas erscheinen. Das ist hier in dem fetten See. Und dann würde ich immer empfehlen, macht automatisches Speichern aus und speichert danach einmal fix. Ihr müsst nicht mehr abwägen, ist es das jetzt wert gewesen, dass ich dieses Geheimgewürz opfere dafür? Nein, ihr braucht keine Geheimgewürze, die Zutaten sind super billig zu kaufen. Fangt einfach, was ihr wollt und speichert. Ihr müsst nichts hinterfragen. Und dann machen wir ein Sandwich. Dann gucke ich meine Liste an und auf der Liste bei Psycho steht eben keine Nummer. Das heißt, Psycho hat leider keine Nummer, deswegen muss ich das jetzt selber bauen und es sind 6 Nudeln und 1 Essig. Aber wenn ihr eine Nummer seht, ne, ihr seht hier die Nummern. Das sind die Nummern, die ihr dann auswählen könnt, einfach 20, 22. Wenn es keine Nummer hat, selber bauen oder wenn ihr die Nummer nicht habt, auch selber bauen. Kreativer Modus. Wie? Okay, okay. You can do it. Yes. Brot, wie immer, egal. Stecker rein, dann. Psycho Sandwich. Und jetzt sollten wir oben rechts sehen. Begegnungskraft Psycho Level 2. Das ist das, was wir wollen. Wir wollen, dass Psycho-Pokémon mehr erscheinen. Und Level 2 reicht. Level 3 wäre noch mehr, aber Level 2 reicht. Level 3 bräuchte ein Gewürz. Und jetzt düsen wir im Wasser rum und hoffen, dass wir Agilusas sehen. Phlegmons sind auch Psycho. Deswegen Phlegmons kommen auch, aber hier auch Agilusa. Und ich habe mir nicht davor überlegt, wie nervig die sind, Shiny zu hunten. Die sind ein bisschen schneller unterwegs. Oh Gott. Aber vielleicht finden wir auch wirklich eine Stelle, wo nur Agilusas kommen. Das muss man dann so ein bisschen testen. Agilusa zum Beispiel gibt es auch im Meer draußen. Also kann man da natürlich auch nachschauen. So, mit Schillerpin reden wir hier von einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1368. Dass ein Pokémon shiny ist. Das klingt im Vergleich zu 1 zu 512, ist das natürlich ein bisschen mehr. Aber mein Punkt ist eben, wenn ihr Geheimgewürze sucht, dann müsst ihr Raids ohne Ende grinden. Und ich rede hier wirklich so, bei mir im Durchschnitt sind es 3 Stunden Grinden für 2 mickrige Gewürze. Aber in diesen 3 Stunden hätte ich safe schon einige Shinies gefunden. Wenn ihr Bock auf Raids habt, ne, dann macht Raids. Dann sind die Geheimgewürze der schöne Bonus obendrauf, mit denen ihr Shiny hunten könnt. Aber wenn ihr wirklich nur Shiny hunten wollt und nicht Raids machen wollt, um zu Shiny hunten, dann vergesst die Raids und macht Begegnungskraft Level 2 und dann düst ihr in der Gegend rum. Nur die Pokémon, die ihr haben wollt, erscheinen. Und dann sind wir alle happy, oder? Ich gucke noch, ob ich eine bessere Stelle für Agilusa finde. Es erscheinen mir ein bisschen zu wenige Agilusas. So, jetzt bin ich hier im Meer und hier kommt ständig eins
vor meine Flinte. Und das Schöne ist, hier sind keine Lags wie im See oben. Shiny, 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 shiny Knirrfisch. Bleib hier. Oh, yes. Knirrfisch ist nämlich auch Psycho, soweit ich weiß. Sieht man das irgendwo? Yes, ist auch Psycho. Und das, meine Lieben, ich habe jetzt nicht gespeichert, verdammt. Und das, meine Lieben, ist auch ein Vorteil, es nicht in Massenausbrüchen zu machen, sondern mit Begegnungen oder einfach in der Wildnis rumlaufen, weil es kann alles in Shiny einfach kommen. Und wenn man das plant und man sagt, Agilusa ist Psycho, aber Knirrfische sind auch Psycho und ich brauche beide in Shiny, hey, ich nehme beides. Knirrfisch war eins von den Shinies, die ich schon immer haben wollte. Damn, nice. Chakala. Hat sich schon gelohnt, hier hinzugehen. Und das Schöne ist, egal, ich habe keine Geheimgewürze eingesetzt. Ich kann einfach speichern und es ist einfach ein Shiny, was jetzt mir gehört. Ich muss es nicht abwägen, ob es das jetzt wert war. Einfach Shiny, let's go. Aber wir suchen eigentlich nach Shiny Fishy. Wie heißt es nochmal? Ich vergesse es dauernd. Shiny Agilusa, weil es agil ist. Also nochmal ganz kurz, warum ich Massenausbrüche nicht mag. Du fixierst dich halt auf ein Pokémon. Du sagst, okay, da ist ein Massenausbruch von einem Pamo, also schaue ich mir jetzt eine halbe Stunde lang Pamos an. Und du musst halt Glück haben, dass das Pamo, dieser Massenausbruch, dass du den brauchst. Du kannst natürlich Massenausbrüche resetten und hoffen, dass irgendwann der Massenausbruch kommt von dem Pokémon, das du willst. Aber das ist natürlich dann auch wieder eine Chance, die man einberechnen muss, dass der kommt, den du machen willst. Und in der Wildnis, so wie ich jetzt hier, da kannst du einfach dir ein Pokémon raussuchen, was du gerne Shiny hunten willst, gehst dahin, suchst die ganze Zeit den Ort halt ab. Und das Schöne ist, es kann alles passieren. Es kann einfach passieren, dass wie gerade ein Knirrfisch kommt. Und dann habe ich gleich noch ein Shiny, was ich eigentlich gar nicht wollte, aber eigentlich auch ganz geil ist. Ich habe mit dieser Methode, also einfach ein Sandwich machen mit Begegnungskraft Level 2, habe ich schon ein Shiny Wabloo gefunden, obwohl ich es gar nicht gesucht habe. Ich habe zwei Shiny Tentagras gefunden. Tentegra? Tentagra? Aber auch nur, wenn du sie entbehren kannst. Da ist ein Shiny, let's go! Begegnungskraft Level 2. Kein Boost, nur Schillerpin und Begegnungskraft Level 2. Und hier unser schwarz-weiß Thaddeus. Da ist noch nicht mal schwarz drin, ist einfach nur weiß. Ich habe zwei Olinis gefunden, direkt in 20 Minuten habe ich zwei gefunden und das zweite kam sogar direkt nach dem ersten. Ich habe auch einen Shiny Mikrix so gefunden. Und all diese Pokémon habe ich First Try mit einem Begegnungskraft Level 2 Sandwich gefunden. Ohne Geheimgewürze, ohne 3 Stunden grinden zu müssen, einfach so in der Wildnis gefunden. Denn die Chance ist zwar 1 zu 1360 ungefähr, aber das reicht, wenn man sau viele Pokémon sieht. Ihr müsst es halt abwägen. Macht ihr lieber Raids, holt euch Geheimgewürze und beschleunigt dadurch die Shinies? Oder spart ihr euch die Zeit und in der Zeit huntet ihr halt einfach so mit einer schlechteren Chance? Aber ihr spart euch halt die Zeit und somit würde ich sagen, ist die Chance wieder genauso gut. Kann sein, dass ich noch einen besseren Spot finden muss, aber ich höre dieses Video nicht auf, bevor wir nicht ein Shiny Agilusa gefunden haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich kann jetzt noch einen besseren Spot finden und dann im nächsten Rezept kriegen wir das. Shiny, Shiny Dratini, Shiny Dratini! Ist es weg? Dein Ernst? Nein, das kommt gleich wieder. Das kommt gleich wieder hoch. Nicht dein Ernst. Ich wäre eigentlich natürlich voll Da ist es, da ist es, da ist es. Oh. Never give up, never surrender. Nice. Wieder kein Shiny Agilusa, aber ein Shiny Dratini. Ich habe immer noch 20 Minuten Zeit für Shiny Agilusa. Shiny! Oh Gott, wie viele Phlegmons habe ich schon verpasst. Habt ihr das gesehen? Der Unterschied ist so gering. Ich habe es ein bisschen gesehen.
alles kommt, nur kein Agiloser. Sweet, der Frame Drop Ball. Nach dem Shiny Flagmon musste ich eine Pause einlegen, weil ich so gut wie jeden Tag auf Twitch streame. Deswegen hier kurzer Plug, twitch.tv/LeosMind, da könnt ihr mir beim Shiny Hunten oder anderen Challenges zuschauen. Noch ein Rezept, ich verspreche euch, das ist das letzte Rezept und dann kommt das Shiny. Du bist Shiny, holy shit, yes! Wieder ein Shiny, nachdem ich nicht gesucht habe. Shiny Lamus. Wie geil. Es ist so schön. Und ich habe wieder nicht gespeichert. Oh, help me, Arceus. Da ist er. Yes. Wir kommen noch zu dem Pokémon, was ich tatsächlich suche. Ja. Nein, ja. Oder ja. Ah, bitte bleib drin. Grüner Ball. Finsterball, es ist dunkel. Hypnose. Es hat die Augen zu. So siehst du ja ganz gechillt auf einmal aus. Yes. Oh mein Gott. Ja. Ich bin jetzt doch noch wieder hier hingegangen, weil der See, auch wenn ich da jetzt geile Dratini und Flagmon und Lamus gefunden habe, es ist super laggy hier. Deswegen hier am Hafen von Puerto Marinedo, da kommen sie ganz viel, da kommen ganz viele von denen. Ich habe jetzt innerhalb von 4 Sandwiches, es hat jetzt doch 2 Stunden gedauert, Knierfisch in Shiny, Dratini in Shiny, Flagmon in Shiny, Lamus in Shiny und dann das, was ich wollte, Agiloosa in Shiny. Ich muss zugeben, ich habe mir da ein schwieriges Shiny ausgesucht. Hätte ich mir einen Knirfisch ausgesucht, hätte ich nach 10 Minuten schon mein Ziel erreicht. Agiloosa ist wirklich mies zu hunten. Es ist wie Taurus und düst sofort auf einen los. Ich war ständig in Kämpfen drin. Es ist immer mit einer Kombination von einem anderen Pokémon da. Also wenn du Psycho pusht, dann ist auch immer Flagmon oder Knirfisch da. Wenn du Wasser pusht, ist sowieso alles im Wasser da. Leider ist Agiloosa der seltene Spawn von all den Pokémon. Deswegen kommen gar nicht so viele. Aber es ging. Es hat jetzt leider doch 4 Sandwiches gedauert. Aber ihr habt gesehen, aus 4 Sandwiches, die so gut wie nichts kosten, weil keine Geheimgewürze drin sind, habe ich 5 Shinies bekommen. Und ihr müsst euch halt fragen, hättet ihr in diesen 2 Stunden jetzt einige Geheimgewürze gekriegt und dann Shiny gehuntet? Ich finde die Methode besser, günstiger und man ist halt die ganze Zeit am Shiny hunten, ohne dieses Terra-Raid-Gegreinde. Aber wenn ich nochmal Agiloosa machen müsste, ich würde direkt ein Geheimgewürz benutzen und Stufe 3 Shiny Schiller Chance machen, denn Agiloosa ist mies zu handen. Es gibt Pokémon, die sind super häufig, die könnt ihr mit einer Begegnungskraft 2 hervorlocken und dann Shiny handen und welche, die sehr selten sind, wie zum Beispiel Paradox-Pokémon, die würde ich weiterhin mit Stufe 3 bzw. Schillerkraft 3 handen. Aber 90% der Pokémon Begegnungskraft 2 reicht meiner Meinung nach. Vergesst nicht, vor jedem Shiny, das ihr seht, schnell zu speichern. Bei mir hat es kein einziges Mal geklappt. Ich habe es entweder vergessen oder das Pokémon ist direkt auf mich zugesprungen oder Dratini ist einfach abgehauen. Vergesst nicht zu speichern vor dem Pokémon und dann, wenn ihr es gefangen habt, direkt speichern. Wie gesagt, in der Beschreibung findet ihr Rezepte für Begegnungskraft 2 und ich hoffe, ihr kriegt einige Shinies durch diese Methode. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.